Hallo und willkommen zu einer neuen Folge H1Z1. Heute mit dabei der werte Herr Bayerwald. Hallo. So, in der letzten Folge sind wir ja gerade noch aus Ranchito rausgekommen, so lebend. So halb ja. Zumindest. Genau. Jetzt brauche ich ganz dringend erstmal Pfeile. Ja, weil du ja einen Bogen hast wieder, gell? Ja. Ich wollte meine Waffen nicht wegschmeißen. Nee, ich habe meine... Wieso zum Geier habe ich eigentlich nur 20% Hydration? Ich habe 15% Hydration. Das ist jetzt nicht das Thema. Ach, ich habe ja Flaschen, gell? Ja, die können, ist ja Wasser. Könnten wir gleich mal auffüllen. Genau, mal schauen, ob das noch funktioniert. Wo habe ich denn die leeren Fläschchen? Hier. Sollte eigentlich funktionieren. Oh, da hinten ist eine Wohnwagensiedlung, sehe ich gerade, wenn wir da so hoch. Das ist gut. Die werden wir jetzt gleich mal zum Looten geben, würde ich sagen. Ja, also ich komme jetzt immer eben wieder runter zum Wasser, eben... Auffüllen die Flaschen, ganz bin wichtig. Ich bin auch gerade dabei. Ich hoffe, dass ich vielleicht aus diesem Drecks Dirty Water. Wo bist du denn, dass du die Flaschen? Ich stehe. Ach da. Nicht, ja, 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 da, da. Ich habe dich eben gar nicht gesehen. Geht das? Wäre natürlich schön. Ne, geht nicht. Kann kein Blackberry Juice machen. Schade. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich meine ganzen leeren Flaschen habe. Ah, vielleicht jetzt. Ja. Wo zum Geier sind meine ganzen... Ach, da. Ich kann zwar aus Dirty Water, aber dafür vielleicht findet man da hinten irgendwo ein kleines Feuerchen oder was. Oder wir machen uns eins. Ja. Irgendwie geht meine Stamina nicht hoch. Meine auch nicht. Ich bin bei 0%. Ich bin bei 15%. Er schlauft wie ein altes Dampfrass. Ja, du machst auch einen anständigen Diener da vorne. Ja, ja, eben. Ja, hängt. Ich finde es ja geil. Boah. Wie der keine leeren Flaschen auffüllt bei mir. Geh mal weiter rein. Geh mal einfach ein Stück weiter ins Wasser. Genau. Das ist. Ich glaube, dann geht's besser. Jetzt geht's. Ja. Ja. Aber seit den letzten Updates macht das Game wieder richtig Bock, gell? Das auf jeden Fall. Vorhin auch gesagt, gell? Das ist mit diesen Horden und dem ganzen Thema, das ist echt geil geworden jetzt. Ja, die Zombies, die sind sowas von aggro. Ja, wegen mir könnten die sogar noch eine Schippe aggro drauflegen, weil dann ist endlich dieses Shooter-Feeling, dass ich sehe einen Gegner, ich schieße ihn über den Haufen. Nee, das ist jetzt sowieso schon weg. Ja, dieses Feeling. So stark. Weil, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, ich habe einen Zombie mit der Machete getötet und da kamen schon alle angelatscht. Ja. Ja. So. Genau, du musst mit Bedacht schießen. Du machst ja immer noch einen Diener. Warte mal eben, ich muss eben noch die Pfeile zu Ende craften. Ja. Was habe ich denn an Essen überhaupt? Essen habe ich genügend, das ist kein Thema. Wie viel Bärchen habe ich denn? Ich esse mal ein paar Bärchen, weil das haut ja die Hydration auch hoch. Hat das bei dir mit dem Blackberry Juice geklappt mit dem Craften? Nein. Schade. Nö, leider nicht. Geh mal zu den Bärchen darüber und sammel die mal ein. Ja. Das heißt wieder Blackberries sammeln. Er ist zurück, der Bärenpflück-Simulator 2015. Richtig. Ich habe zum Glück noch genug Starknacht Water gehabt, dass ich mir da was herstellen konnte, Blackberry Juice. Ja, brauchst du auch noch einen? Es geht, ich habe 16%. Also wenn wir zu der Wohnwagensiedlung kommen... Ach Quatsch, komm her, ich habe zwei Stück habe ich noch. Ja, okay, dann müssen wir schauen. Gut. Warte. Wie er immer den Diener macht. Ja. Lass dich doch nicht hängen. Was machst du hier? Ich hänge hier rum. Ich hänge einfach so rum. So, Beetlejuice. Gut, habe ich Beetlejuice. Und, wo ist es jetzt? Ich habe eh noch einen gehabt, wieso habe ich den nicht getrunken? Also ich habe noch einen Reserve im Beetlejuice. Ja, habe ich auch noch einen. Gut. Wo ist jetzt die Wohnwagensiedlung, hast du gesagt? Hier hinten lang. Wahrscheinlich, oder? Über die Kuppe hier rüber. Da war die da hinten am... Kann ich sprinten, verdammte Axt. Meinst du, wir finden überhaupt noch nach Hause? Ja, es ist irgendwo im Süden. Also nach Hause finden tun wir sicherlich. Die Frage ist eher, ob wir lebend dort ankommen. Irgendwo im Süden. Süden ist sehr weitläufig, der Begriff. Ja, wir sind ja am Rand. Also Ranchito liegt ja so halb parallel zu dem, wo wir sind. Ja.
Und insofern ist es Süden, Südosten ist, glaube ich, gar nicht falsch. Wie du sprinten kannst, ich kann nicht sprinten. Ich bin gar nicht am Sprinten, ich gehe ganz normal. Echt? Dann ist meiner, dadurch, dass er gar kein Stamina mehr hat, nochmal langsamer. Richtig. Das heißt, ich bin einfach nur ein Opfer. Ah, guck dir mal den kaputten Typen da an. Welchen kaputten Typen? Dich! Ach so, ich. Seh keinen. Seh keinen. Oh, wer ist hier dick? Der Dick hat keiner gesagt, bloß kaputt. Oh, da steht ein Zombie. Im Stile von Obelix. Wer ist hier dick? Da hinten ist auch eine Base. Wer Base ist denn hier jetzt? Ja, okay, der Vibe ist doch schon ordentlich zurück mittlerweile, gell? Wie der einfach beim Zombie über den Kopf geschossen hat. Jetzt hat er einen Pfeil im Hals stecken. Aber hier ist ein Feuer. Hier ist ein Feuerchen. Das zünde ich Ja. gleich mal an. Hier sind mehr Feuer. Pass mal auf. Wo ist hier? Ich habe ein Feuerzeug. Hier habe ich ein Feuerzeug. Ignite. Brennt. Juhu. Sehr schön. Erstmal die ganzen Flaschen da reinhauen. Ja, Fleisch und Flaschen. Ja, Fleisch habe ich auch noch. So. Ich habe hier, sehe ich gerade noch einen Branch, den schmeiße ich. Achso, dann schmeiße ich den so weg. Dann lass mal gucken, was hier so gibt. Ja, warte, geht gleich los. Ja, nur kein Stress. Nur kein Stress. Hier ist nochmal eine Matratze. Ich versuche nochmal zu resten. Ja. Vielleicht geht die Stamina doch mal irgendwann hoch. Schaut nicht so aus. Vielleicht muss der voll gesoffen und voll gefressen sein, dass die wieder hochgeht. Irgendwann muss doch die hochgehen. Das gibt's ja nicht. Eine Null. Bringt gar nichts. Das ist ja blöd. Ist es noch ein bisschen buggy vielleicht? Weiß ich nicht. Da kommt ein Bin mal Zombie, echt, ich glaube zieh ich. mich mal um. Ja, da kommt ein Zombie. Zieh mal eine schwarze Hose an. Crafting Bandages. Ey, gib mir meinen Pfeil wieder. Mann. Ja, erstmal Bandagen craften wie ein Blöder. Dann pfeifen wir uns die mal rein, dann sind wir nämlich zumindest Heals wieder voll. Gut. So. Heals-technisch bin ich So. voll. Dann müsste ich mal gucken, wie schaut es jetzt da drin aus in der Warte, 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 Campfire. warte, 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 da bin ich gerade noch drin, ne? Ich Ah, guck du machst gerade. Kaffee, das ist super. Ja. Dann Dann gehe ich hier nochmal stell ich aufs. gleich sogar mal her mit Zucker. Ja. Dann trinke ich mal hier mich voll und fress mich mal voll. Vielleicht geht dann endlich das Ding hoch. So, ich habe jetzt 100%, aber Stamina ist immer noch 0. Okay. Da liegt doch was, da liegt doch. So, das ist ein Ding hier. Ein Rücklicht. Aber nicht ums Verrecken geht die Stamina hoch. Die will nicht. Dann komm mal her, ich drop dir hier mal eben Kaffee mit Zucker. Was behalten noch mal, weil ich habe jetzt gerade 100% voll. Okay. Alles kriege ich da aber auch nicht mit, da ist noch was Ach drinne. so, ja, ich komme, was? Hol ich ab. Da ist Hol ich ab. noch dreimal Wolfsfleisch und einmal Wasser drinne. Ja, habe ich da reingeschmissen Und auch. dann gucke ich mal, ob ich eben Saline herstellen kann. Kann ich auch so. First Aid Kit. Ach ja, Saline wäre praktisch, glaube ich, Salz. Ich habe Salz. zwei Pakete Zucker, habe ich noch. Ach, ich habe hier noch einen Kaffee, sehe ich gerade. Da mache ich nämlich aus diesem Wässerchen nämlich einen Kaffee mit Zucker. Ist besser. Wie viel Platz hast du denn noch? Oh, doch ordentlich sehe ich gerade. Dann, weil du ja die ganzen Autoteile hast, würde ich dir da gerne gleich was anvertrauen. Warte, was ist der Kaffee? C, schreibt mal Kaffee mit Zucker hier. Craft. Da habe ich nur zwei leere Flaschen, klar, ist logisch. Oder Ah, da warte. liegt ein First Aid Kit. Habe ich das gerade gedroppt? Weiß ich Schade. nicht. Ja, Ich ich glaube, schmeiß es dir wieder hin. ja, ist mir runtergefallen. Aber dann wechseln wir mal eben hier. Ich schmeiß dir mal eben hier das hin, was ich dir anvertrauen wollte. Ach, trägst du Sprit mit dir rum? Hier habe ich gerade gecraftet, 3 Stück. Drei Stück. Ach so, hast du das Ding da rein. Ich hätte es Da fett kommt so Zombie. gehalten. Das. Zombie, 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 Zombie. Du hast Pfeil, gell? Das ist besser. Gleich habe ich gar keinen mehr. Ey! Bleib doch mal stehen! Weg mit dir! Lootsack. Scrap of Clothes! Ah, oh, zu langsam.
Ja, du, dafür hast du dir ja die Munition schon gekrallt. Jetzt haben wir auf Zeug denn noch resten. Jetzt probier ich es nochmal, vielleicht geht's jetzt. Wie der Lootsack einfach liegen bleibt, obwohl da gar nichts mehr drin ist. Echt? Ja. Ja, das ist natürlich mies. Jetzt beruhig dich doch mal, Kleiner. 0% Stamina ist scheiße. Ich habe auch nur noch 14%, frag mich nicht warum. Ja, und die geht auch nicht hoch. Also gar nicht. Oh. So. Guck du noch mal in das Lootsäckchen rein, ob da noch irgendwas drin ist. Ja, Scrap of Clothes einmal. Bei mir war da eben gerade nichts mehr drin. Echt? Das ist eine Tarp, die braucht kein Mensch. Hast du hier schon in die Kiste geguckt? Ja. Ich glaube ja. Blue Tactical Helmet ist hier drin. Also dieser Pisstopf. Ja, warte. Wo? Im in dem blauen Van. Sehr schön. Dieses, echt? Ist bei mir im blauen Van nicht drin. Achso, ich sollte vielleicht aufmachen, Entschuldigung. Ja. Macht Sinn vielleicht, ja. Empty Bottle, ich nehme die mal mit, weil wer weiß. Furnace ist leer. Also kleine Hatchet. Hier steht auch nochmal eine Kiste. Grey Work Boots, die rot sind. War interessant. Kaputt. Weapon Repair Kit, der ist gut. Den kann ich gerade mal gut brauchen. Warst du hier in der Kiste schon drin? Ja. Also nur die Work Boots drin. Hier sind 3 Scrap Metal noch drin. Soll ich die mitnehmen? Ach, scheiß drauf. Ich habe auch noch Scrap Metal dabei. Zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Ach, durch den Sprit bin ich jetzt so voll. Deswegen. Ja. Genau. Grab of Clothes. Crafting Bandages. Aber die Stamina erholt sich überhaupt nicht mehr. Nee, komischerweise nicht. Ich bin jetzt bei 14%. Ich würde behaupten, das ist ein Bug. Weil anders geht's nicht, weil durch das Resten sollte es eigentlich wieder hochgehen. Eigentlich, ja. Aber normalerweise sollten Zombies auch nicht durch geschlossene Türen und Wände latschen. Ja, da unten ist ein Bruno. Bruno der Bär. Unten rechts. Okay. Was ist denn das da hinten geradeaus durch? Da ist irgendwie eine Mauer. Ja, lass mal da so links Richtung diese Base gehen. Weil wenn rechts der Bruno ist, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Auf den vor allem, wenn du nicht sprinten kannst. Und selbst im Laufen bist du schneller wie ich. Ja, weil ich noch Stamina habe und du nicht. So, merkst du den Unterschied? Ja, ich merk's. Aber die erholt sich auch nicht. Das geht mir gerade mal richtig tierisch auf den Sack. Richtig. Schau mal nach rechts, wo Bruno ist. Dass der auf einmal angestiefelt kommt. Gib mir meinen Pfeil wieder. So. Ich muss gleich wieder Pfeile craften. Ich habe nur noch 2 Stück. Ah, ich weiß, was das ist. Das und? Ist dieses Panzerlager oder wie das Ding da, dieser Truppenübungsplatz. Oh, okay. Was ist das, ein Monsterbase? Garantiert mit Dreck aufgebaut. Jo. Weil das funktioniert ja jetzt. Der Ground Tramper. Aber da ist ein Eingang, da kann man rein. Ja, da steht aber auch ein Zombie. Der macht mir jetzt mal gerade nix. Da kriegt der Watschen und dann passt es. So. Sagen, die ist gelootet worden. Ja, das würde ich auch sagen. Aber lass mal gucken, vielleicht können wir alle was. Oh, die sind da irgendwas drin. Black Boots, Handcap. Ja, hier hinten 13 Feuerzeuge, Gearblätter. Vehicle Batteries sind noch drin. Crowbars, Wood Planks, Branches. Wieso blute ich jetzt eigentlich? Bist du durch ein Stacheldraht gelaufen? Naja, vielleicht hat mir der Zombie eingeschallert. Das kann natürlich auch sein. Oh. Gehen wir hoch, vielleicht haben sie oben auch aufgemacht. Hast du ja schon alle Kisten durch? Oh, hier sind 3 3 Batterien waren da noch drin. Ja, genau, die habe ich gesehen. Sicher oben ist leer. Gehen wir nochmal auf der anderen Seite. Hier unten noch irgendwo eine Tür drin, ja. Drüben ist mal gar nichts drin. Ist oben noch irgendwas? Nö. Hier ist komplett. Komplett leer, oder? Ja. Na gut. So nichts wirklich Brauchbares drin. Nee. Dann, wo müssen wir hin? Süden, gell? Man gesagt so, hier, so Süden, da ist Süden. Oh. Sicher, dass wir Richtung Süden müssen? Ja.
Ach, da hinten bist du. Geht's da wirklich zu unserer neuen Base? Nee, zu der alten will Ach ich. so, ach, zu der alten willst du? Ja, ich wollte mich durchschlagen zu der alten, weil da sind ja die anderen auch noch. Ja, zu der neuen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte mal zu der alten gehen. Okay. Dann sollten wir uns aber schon ein Auto suchen. Wenn wir eins finden, gerne. Wär ich sofort dabei. Mein Ranchito war ja keins. Ne. Ja, wir haben ja jetzt auch nicht gründlich geguckt, so Im Eifer des Gefechts? im Durchrennen sieht man halt nicht so viel. Meinst du im Eifer des Gefechts, wenn du Richtig. vier Zombie-Horden hinter dir hast? Ja, da glaube ich, ist es verschmerzbar, dass man nicht ganz genau gucken kann. Mal gucken, was da oben in der Ortschaft so ist. Ja, na, bis dahin gehen wir noch und dann machen wir auch wieder eine Folgenpause, würde ich sagen. Wie der meinen Pfeil nicht hergibt. Nicht? So ein Drecksack, hä? Jetzt habe ich ihn. Ich muss gleich noch wieder welche craften. Da sind wir gleich durch hier. Schauen. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt zum Schluss noch ein Auto finden würden. Das wäre super. Ja, das wäre toll. Mal überhaupt gar nichts dagegen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ganz hinten steht auch noch eine Hütte. Ja, aber da ist meistens nicht viel drin. Ja, weiß es ja nicht, was jetzt nach dem Patch so Sache ist. Ja, stimmt. Sollen wir da oben in so eine Villa rein? Ja. Vielleicht haben wir ja Glück und da steht ein Jeep oder irgendwas. Ja, weil wir überhaupt nicht mehr rennt, der Bastard. Ah, Büsche. Büsche ist gut, ja. Ja, meinen ganzen Scheiß Dicks hier einsammeln. Also ich sehe zumindest da hinten kein Auto, aber das heißt ja nichts. Ich glaube, jetzt ziemlich voll, da könnte ich wahrscheinlich die Bärchen hier mitnehmen. Nee, doch, doch, geht. Dachte schon. So, in welches Haus wollen wir denn rein? Mir egal. Gehen wir hier vorne, wo diese schöne alte Retro-Antenne auf dem Dach ist. Oh ja. Liegt sogar noch eine Machete rum. Also es ist gut. Machen wir hier die Tür hinter mir zu. So. Waschmaschine. Ich gehe mal Garage. Garage ist nix. Wie ich jetzt auf einmal nur noch 9% Stamina habe, ich bin noch gar nicht gerannt. Du bist gehüpft. Nee. Über den Zaun. Oder geht das runter, wenn man zu schwer beladen ist? Weiß ich nicht. Das könnte vielleicht auch sein. Das wird sogar Sinn machen, glaube ich. Weil ich bin ja auch voll bis oben hin. Also gleich erstmal resten. Oh nee, die mache ich wieder zu, die Tür. Wieso? Ja, weil es da in den Garten geht. Ich bin nur am Bandagen craften, so nebenbei. Ja, ich werde jetzt irgendwas essen. Aber ich habe nur noch 19%. Grüß dich. Jo. Ich gehe mal in den Computerraum. Guck da nochmal. Die Schränke. Ein Kompass habe ich gefunden, aber da habe ich schon einen. Ja, ich habe auch Reicht. einen. Draußen läuft ein Vieh lang. Genetic Immun Booster, die fresse ich mal vielleicht. 45er Muni. 9 mm, 380er. Also ich habe wieder 380er. Kann ich die Jo, dann das droppen? machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Genau. So, hier ist nix. Hier ist nochmal ein Scrap drin. Versuche auch nochmal zu resten. Das mache ich dann, wenn wir in der kurzen Folgenpause. Vielleicht hilft es ja doch was. Ja. Genau. Ja, dann Gut, würde ich dann machen wir hier mal sagen, gell? einen Cut, ja. Genau. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn Genau. dann. Ciao. Tschüss.